Und hallo und herzlich willkommen. Ja, was soll ich erzählen? Es ist meine, ich habe mir so gedacht, nimmst du mal wieder eine Folge auf fürs Let's Draw. Und ja, ich bin jetzt bei Paint Tool, habe eine Skizze gemacht gehabt von meinem Anime-Charakter Chigo. Und ich setze speziell noch einen Link zu meinem Charakter. Es ist ein UC, ein Orn-Charakter und ja, ich erzähle nicht viel und sage einfach, es ist, das hier ist die Skizze. Man sieht, ich scroll mal ein bisschen ran. Hier sieht man auch, dass es eine Skizze ist. So, ich habe auch schon ein bisschen gearbeitet, habe die Line Art gemacht. Das war dann so. So. Man sieht, es ist, ja, es ist eine sehr brüstige Frau. Nein, das ist nicht witzig. das ist... Ja, da gibt es eine ganz große Geschichte, aber die erzähle ich dann im Laufe der Zeit, in der ich das drehen werde. Ich habe schon etwas angefangen, habe mit Schatten angefangen, wie ihr seht, und habe natürlich auch schon koloriert. So. Sozusagen, nämlich inmitten von nichts, habe ich nicht angefangen, also ich nehme sozusagen inmitten von allem auf. Also im Prinzip zu spät. Aber ich wollte es jetzt trotzdem ein bisschen aufnehmen, wollte ein bisschen mit euch labern und mal gucken, wie es euch geht. Ich schnapp mir jetzt mal schnell mein kleines Werkzeug. So, und ich würde sagen, ich fange einmal an. Ich weiß jetzt gar nicht, soll ich etwas über den Charakter erzählen? Ich habe jetzt eigentlich keine Lust darüber zu reden, aber es wäre vielleicht sinnvoll, um zu kapieren, was es ist. Ich hatte mal vor längerer Zeit ein Manga gelesen und den fand ich so gut, dass ich mir gleich den Anime reingezogen habe und gleich damit angefangen habe, ein UC zu machen. Oder Orn-Charakter, ich weiß jetzt nicht, wie man das richtig ausspricht. Ich sag immer dazu UC und aber man kann man sich gar nicht, wenn man redet, kann man sich gar nicht so richtig konzentrieren. Ja, und ihr seht, ich habe so meine eigene Art zu kolorieren. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Ich mag es ein bisschen so in meinem Stil. Und das macht... Ich finde, wenn man so in seinen Stil koloriert, das ist viel besser, als wenn man von irgendjemand den Style abguckt. Und das finde ich ein bisschen blöd. Weil das ist ja nicht sein eigener Style. Es ist ja dann kein Orn-Charakter, weil du hast den Charakter ja von irgendwo was erstellt. Genauso wie, was ich jetzt finde, diese es gibt ja für Hilfestellung gibt es ja diese Basics. Und die sollen helfen, irgendwelche Nicht-Zeichner, Künstler zu helfen, den Grundsatz einer Figur zu bauen. Ich finde das blöd. Muss man ganz ehrlich sagen. Weil, dann, wenn man nicht zeichnen kann, dann soll man es lassen. Na? Oder wenn man jetzt zum Beispiel, ich will ja gar nicht sagen, man kann sich ja einen eigenen Charakter erstellen. Aber dann macht man das anders, in Form einer Fanfiction zum Beispiel. Ja, oder anders. Man beschreibt die Person, fragt dann jemand an, ob das jemand machen kann. Und dann ist Freude, Friede, Eierkuchen oder so. Nee, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen blöd. Weißt du, ich beschwere mich gerade wegen solche Base, aber ab und zu benutze ich selber mal ein paar.
aber jetzt nicht speziell Körper oder so. Mir ging es ja eher mehr so, dass ich gucke wegen Haarformen und so und Kleidung. Und manchmal ist das nämlich das größte Problem. Ja. Das ist zumindest meine Meinung. Ja, ich weiß gar nicht, ob das ein oder andere schon erkennt, woher der UC ist, also der eigene Charakter von mir hier. Vielleicht ein oder andere schon mal bei DeviantArt schon gesehen. Und auch von, keine Ahnung, von irgendwoher. Ich poste ja immer auch auf TombRL oder wie die Seite heißt. Mache ich ja auch immer Videos und Bilder rein. Ja, jetzt geht mir die Themen aus. Ich muss mich kurz konzentrieren. Ich finde, wenn man jetzt so mit... es gibt ja verschiedene Arten zu kolorieren. Zum Beispiel kann man jetzt sagen, ja, das soll ein bisschen weicher wirken. Dann ist das so wie hier. Ich zoome mal ein bisschen weg. So, dann ist es so wie hier, dann ist das weicher. Dann kann man sagen, es ist hart, der Schatten sozusagen, der ist hart und der ist dann, aber der muss dann halt aber auch präzise sein. Oh, so mache ich mal weg. Wie ihr seht, ich habe ja jetzt den kompletten Desktop auf den Bildschirm. Ich habe mir so gedacht, dann das lasse ich jetzt erstmal so, die Einstellung, damit ihr wisst, wie lange und ja, wann habe ich angefangen damit? Seit heute früh um 10 habe ich angefangen und habe nebenbei auch noch was anderes gemacht. Habe ich das hier nicht markiert? Ja, habe hier und da noch was gemacht, aber ich muss sagen, bislang habe ich jetzt 9 Stunden dafür gebraucht. Waren das 9? Ja, 9 Stunden so ungefähr. Das ist schon ziemlich lange. Man muss sagen, was ich jetzt finde, die meisten Kunstwerke, auch bei DeviantArt, die werden gar nicht so sehr so gut gelobt, weil da gibt es ein paar wirklich gute Sachen, die dabei sind. Zum Beispiel haben wir den Zeichner Sippy und ach, da war noch eine Zahl dahinter, weiß ich jetzt nicht. Und die macht wirklich, die ist wirklich gut, was das Zeichnen betrifft. Die macht ja auch selber Videos auf YouTube, stellt die auch hoch und das ist echt krass, was sie macht. So, das dürfte reichen. So, aber ich mache das jetzt hier nicht mit Hartkontur, und also Hartschatten, denn ich mache einen weichen Schatten. Da ist es jetzt nicht schlimm, wenn das ein bisschen kantig ist oder hier etwas übersteht. Und ihr seht gleich, was ich meine. Jetzt bin ich kurz durcheinander. Ich muss hier nochmal reingehen. Weil ich das hier noch markieren muss, weil der Idiot von Paint2Say das mal wieder nicht markiert hat. So. Ich nehme hier den Wasserplur-Stift. Der ist nämlich sehr günstig jetzt gerade was... oh, hier muss ich nochmal zurück machen. Hier muss ich kleiner machen. So. Ja, ich komme gleich nochmal zurück zu meinem Charakter. Da sagte ich ja, da hatte ich einen Manga gelesen, den fand ich so gut, dass ich das Anime auch geguckt habe. Und ja, da war ich eher weniger begeistert.
da würde es mich wirklich sehr freuen, wenn da mal neue Folgen rauskämen. Ja. Das wäre genial. Weil das ein bisschen abweicht vom Manga, muss ich mal ehrlich sagen. Und das finde ich schade, sehr schade, schade, schade. Weil der Anime an sich ist ja schon zu Ende. Und, ja, da gab es dann auch noch einen Film und den habe ich bislang noch gar nicht gesehen, weil den gibt es, glaube ich, auch gar nicht auf Deutsch bislang zu kaufen. Wenn nicht, dann dürft ihr mich gerne schlagen oder, keine Ahnung. Huch, komme ich mit dem Stift gegens Tischchen. So, ich muss das hier noch ein bisschen größer machen, so. So. Sieht das schon mal ganz okay aus. Finde ich zumindest. Man muss ja sagen, wenn jetzt einer sagt, ja, man setzt ein Bildchen ins Internet oder so, hast du selbst gezeichnet und bist total stolz drauf, dass dir es gelungen ist. Zumindest findest du, dass es gelungen ist. Ich würde da eher einen Scheiß auf andere Kommentare geben. Wenn jetzt zum Beispiel jemand postet, ja, das sieht scheiß aus, lass zeichnen. Das ist Mist. Denn man sollte das als Kritik hinnehmen und dann sich dabei ein bisschen verbessern. Und ja, ich finde das Mist auch, in den Kommentaren. Das hatte ich auch bei meinen allerersten Bildchen, da hatte ich das auch, da kamen immer solche Hater-Kommentare, wo geschrieben wurde, ja, es sieht scheiße aus, nächstes Mal mach mal besser oder hör komplett auf. Ich habe einen Scheiß drauf gegeben, habe aus meinen Fehlern gelernt. Habe mir neue Produkte gekauft, BZW, neue Programme, Photoshop und Pipapo und habe hier und da ein bisschen gelernt. Nach und nach wird das einfacher, glaubt mir's. Aber ich muss schon sagen, ich zeichne jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Bin auch schon auf DeviantArt schon sehr lange. Und ja, man braucht halt Zeit. Ja, so ein Bild kann ich also so eine Koloration, wenn das ordentlich werden soll, dann dauert es nun mal halt auch ein paar Stunden, bis es korrekt und ordentlich wird. Wenn man nämlich zu schnell macht, dann wird es auch nichts. Und das finde ich meistens schade. Echt, weil manchmal kann man aus tollen Sachen was Gutes machen. So, ich bin damit eigentlich recht gut zufrieden und fange jetzt unten an. Also ich mache mir da jetzt kein System, ich fange da irgendwo an und da habe ich echt kein System. Zum Beispiel beim Aufbau eines Charakters wird ja auch öfters gesagt gehabt, da wird auch, eigentlich ist da auch die Hauptregel, dass man zuerst mit dem Kopf anfängt und dann mit dem Rumpf und dann mit den Armen. Ich habe mir aber gesagt, leck dich am Arsch. Ich mache erst den Kopf, dann die Beine. Ne? Also dann den Rumpf, Kopf, Beine und dann zeigt sich's irgendwann. Ich kann das ja irgendwann auch nochmal zeigen in einem anderen Video, aber das mache ich jetzt nicht, weil das ist speziell erst zum Kolorieren. Die Folge ist jetzt auch speziell für Koloration gedacht. Und, ja. Ich werde jetzt auch gucken, werde ich mir nochmal einen speziellen Konto eröffnen mit meinen Fanfictions sozusagen, mit meinen ganzen OCs und so. Das wird sich aber alles zeigen, da weiß ich noch nicht ganz, ob ich es mache oder nicht. Muss ich mich mal kurz konzentrieren und ich mache mal den Stift ein bisschen größer. Ich
ich muss sagen, beim Kolorieren gibt es nichts Einfaches als die Beine. Ach ja, ich würde immer, das war ein bisschen zu viel. Ich würde immer raten, immer das gleich, also die Ebene zu kopieren, beziehungsweise zu markieren. Nicht kopieren, sondern markieren. Das macht ihr wie folgt, das zeige ich gleich mal. Wenn ihr zum Beispiel, ne, ist immer günstiger, wenn ihr euch zuerst eine Lineart, warte, zeige ich kurz. So, das da ist das ist das Lineart. Ich weiß gar nicht, warum ich das erkläre. Das ist das Lineart. Dann macht eine extra Datei hier. Das ist dieses. Das ist fürs Lineart. Hier kann man die Lines, das kann ich dann irgendwann später zeigen. Und das mach ich mal weg. Und dann legt ihr hier ein New Layer ein. Und hier drauf könnt ihr dann malen. Mit dem Pinsel, mit dem Brush, mit dem Watermaker und mit dem Farbeimer. Das ist vollkommen egal. Ich benutze üblicherweise immer den Pen. Und ich markiere meine Stellen immer. Ich gehe aufs Line Art, gehe aufs Markierzeichen, markiere mir die Stelle. Und dann gucke ich, ob auch jedes Detail ja im Bunde ist. So, na, das wäre jetzt auch mal gezeigt. Ich muss hier radieren. Ja, ich komme, ich kann ja jetzt mal was zum Charakter erzählen. Mein Charakter, ich sage es doch mal, heißt im Übrigen Shigo no Hono. Und das bedeutet irgendwas mit Flammengöttin und so weiter und so fort. Könnt ihr googeln. So. Benutzt Google Maps oder sowas. Nee, nicht Google Maps, sondern Google Übersetzer. So, lernt Englisch. Ah nee, ist ja kein Englisch, sondern Japanisch. Zumindest hoffe ich's. Vergessen wir den Namen einfach jetzt mal. Das ist mein UC, ein eigener Charakter. Und es ist vergleichbar mit der Geschichte von Inuyasha. Sie ist eine Wiedergeburt von einer älteren Frau, und zwar von der hier. Das ist der Hauptcharakter und das ist der Reborn. Ne, die Wiedergeburt, und die kam nach 500 Jahren wieder. Die starb, die kam nach 500 Jahren wieder. So. Selbes Prinzip. Falls ihr es versteht. Wenn nicht, ist auch egal. Denn es geht ja gar nicht darum. Ich muss mich mal kurz konzentrieren. Also nicht wundern, wenn es ein bisschen leise wird jetzt. Was ich immer am schwierigsten finde, ist das Kolorieren, jetzt besonders jetzt Schatten und so, das Kolorieren von Haare, jetzt nicht so, aber Gesicht. Deswegen mache ich sowas immer am Ende, schattiere ich, wie nennt man das, schattieren? Keine Ahnung, ne? Ihr wisst, was ich meine, also genau das, was ich gerade mache, die Schatten und so. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hört im Hintergrund. Ich habe dann noch ein bisschen Musik laufen von YouTube. Ich hoffe, da gibt es jetzt keine Urheber-Gedingens. Aber eigentlich dürfte es nicht sein, weil ich überspreche es ja. Da darf mich die Gamer jetzt eigentlich, kann sie mich mal. Muss man so oder so sagen, dass die Gamer da ein bisschen da ein bisschen übertreibt, gerade wenn das jetzt, was das jetzt so betrifft mit Songs sperren. Ich weiß nicht, was das soll.
Also ich verstehe das Prinzip da noch nicht so ganz. So, es nimmt langsam Gestalt an. Aber nur langsam. Und ich muss auch gleich mal eine Aufnahmepause machen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange ich aufnehme. naja, ist jetzt nicht so schlimm. Mit STRG, also Steuerung und D, könnt ihr die Markierung aufheben. Mal so am Randerweg erzählt. So, ich brauche meinen Pen wieder. Kann das sein, dass die Farbe jetzt heller ist? Oder kommt es mir gerade nur so vor? Kommt mir nur so vor, oder? Da habe ich gerade einen Knick in der Optik. Mysteriös, mysteriös. Nee, das lasse ich. So. Weißt du, was ich machen werde? Ihr dürft erraten, ich werde es nicht erzählen. Eigentlich dürfte man das sehen, woher der Charakter stammt, weil hier und da ein paar Details sind, die erkennbar sind von diesem Manga, BZW vom Anime. Ich kann dir mal ein paar Tipps geben von Manga. Gibt es bislang 6 veröffentlichte Bücher. Ne, also, ne? Ihr wisst schon. Und vom Anime sind das 26 Folgen plus 11 UV-Filmchen, die natürlich alle panisch sind. Es hat was mit Übernatürlichen zu tun. Ah ja, die Farbe ist ein bisschen heller. Die Farbe ist heller. Hm. Naja, das werde ich dann ausgleichen. Aber zuerst... Huch, ich komme hier immer gegens Pad. Zuerst mache ich, also zunächst mache ich nämlich hier eine kleine Aufnahmepause. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder hier bei Let's Draw. Ich muss mal hier die Maus bewegen, weil sonst gehen die Frames nämlich weg. Beim Let's Draw, beim kleinen UC-Koloration. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier bei Say Paint Tool. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi.